Moin Leute und herzlich willkommen hier zu Spore. Und ich habe schon mal ein Video gemacht und da habe ich angesprochen, dass ich vielleicht mal ein Let's Play mache oder dass ich ein Let's Play machen werde. Aber erst, weil jetzt so viele YouTuber es wieder Let's Played haben und ich wollte nicht einfach irgendwas spielen, was in der Zeit gerade jetzt da wirklich von vielen Leuten gespielt wird. Und ja, jetzt haben auch wieder ein paar damit aufgehört, deshalb dachte ich mir, okay, sind es wieder weniger geworden. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen Let's Playen von anderen Spielen. Ja, dann starte ich gleich mal. Ich habe mir schon einen Planeten rausgesucht. Die anderen werden alle mit Lava. Ich kann hier natürlich auch gleich anfangen. Ja. Fangen wir mit der Zellenphase an. Wähle deine Ernährung. Wir nehmen mal Pflanzenfresser. Sollen wir Pflanzenfresser nehmen? Ich glaube, das wird dann schwieriger. Ich nehme mal Fleischfresser. Kein Thema. Eine Kreation. Passt. Und weiter. Natürlich auch vielleicht. Name ist Peto. Peto. Und ja. Oh, und ich muss gleich sagen, wenn ich während des Let's Plays ein bisschen jammere, müsste es verstehen, weil mein Genick tut heute total weh, keine Ahnung warum. Es hat nach dem Mittagessen angefangen und ja. Ich habe meinen Kopf nicht mal gescheit nach links drin. So, aber jetzt bin ich leiser. So, hier sind wir auch schon. Fressen wir mal. Jede Entscheidung bei Spore beeinflusst deine Zukunft. Jede deine Entscheidung. Als Zelle musst du fressen, wachsen und dich weiterentwickeln. Das Wachstum wird dir unten in der Fortschrittsanzeige angezeigt. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Wenn du frisst, sammelst du, ja, das weiß ich schon. So, DNA-Punkte. So. So, und dann. Bist du das noch? Das hier auch noch. So, das da natürlich auch noch. Oder nehmen wir gleich das hier. Das nämlich das hier auch noch daneben. So, und jetzt sieht man, wie klein die geworden sind. Und die sind ziemlich groß. Die werden dann später noch kleiner sein als wir. Noch viel kleiner. Nein! Ein Knasti. Pflanzenfresser. Das heißt, die kann ich ruhig angreifen. Mir macht das nämlich nichts. Das sind Pflanzenfresser, wie jeder weiß. Stacheln sind Pflanzenfresser. Wie soll ich sagen? Nicht wirklich. Ja, den Zellendesigner könnte ich jetzt natürlich öffnen. Ich will aber zuerst, dass ich hier den Balken weiterbekomme, dass ich jetzt dann noch größer werde. So. Das sind Fleischfresser. So. Ach, stirb doch einfach. Ich bin größer als du. Ich habe mehr Vorränge. Komm her. Komm her. Ah, oh, genau das, was ich wollte. Genau das. So, das große Viech wird dann gleich so groß sein wie wir, seht ihr? Und Ron ist so groß wie wir. So. Auch Mist, das ist jetzt keine so gute Idee gewesen. So, die Viecher, die kleinen, die was ihr jetzt seht, die waren vorher genauso groß wie wir. Und wir sind gestorben. So. Es sind nur viele Brocken reingeflogen. Deswegen spielen wir jetzt als nächstes. Der Brocken größer. Das Ei hat sich auch schon weiterentwickelt, deswegen sind wir jetzt schon hier größer. Jetzt kann ich kurz mal den Partner rufen. So, du lass mir jetzt kurz in Ruhe, ich will kurz den Zellendesigner öffnen. Dann kann ich nämlich hier jetzt ein bisschen herumfuchteln.
Du kannst den Modus in jedem Designer mit einem Klick auf den Modus-Buttons ändern. Bevor du zum gezeigten Tümpel zurückkehrst, kannst du das Ganze im Malen-Modus farblich ein bisschen aufpeppen. Ja, hier kann ich nämlich die Farbe ändern. Könnte es so machen oder so oder gleich schuppenmäßig. Dass man es aber nicht so gut sieht. So, wir können nämlich jetzt rüber. Wir können auch einfach so einen Strich hier durchmachen. Nicht sonderlich gut ist jetzt da. Wir machen das gleich von Anfang an rot, weil es zum Schluss dann auch rot sein wird. Und ja, dann gehen wir jetzt hier noch rüber. Und diesen Stachel hier ist ein Kiefer. Ein paar Sehvermögen. Ja. Filter. So, dann nehmen wir hier kurz mal Stacheln. Die können wir jetzt natürlich auch noch größer machen. Oder so. Ich will die aber irgendwie auf die. Moment, dann mache ich das da vorne größer. Und das da hinten dünner. Dann mache ich das hier auch dünner. Ich mache das hier dünner. Dann setze ich die Augen da vorne hin. Und die Stacheln nehme ich dann so. Dann mache ich das Maul noch größer. Die Stacheln auch noch ein bisschen. So. Dann passt das schon. Hätten wir noch die Flagellen, das wäre dann noch ein bisschen Tempo. Aber das hier sind die Punkte, das ist Budget. Und wir brauchen 15 DNA-Punkte, wir haben aber dabei nur 9. Das heißt, das ist ein Petro. Nein, groß geschrieben. Petro, genau. Ah, fuck. Jetzt habe ich mich wieder ungünstig bewegt. Natürlich ist es nicht nur für das eine, sondern die ganze Spezies schaut dann immer so aus. Wer das Spiel schon kennt, der sollte das wissen. Wer das Spiel noch nicht kennt, das ist ihm egal. Huh, hier sind Giftdrüsen. Die sind sehr, sehr gut. So, jetzt will ich jetzt aber angreifen. Das sind zwei. Das ist jetzt ungünstig. Nein. Ah, schnell weg. Oh, schade. Wirklich schade. Es wäre cool gewesen, wenn wir den bezwungen hätten. Ist aber nicht passiert. So. Können wir das hier noch fressen? So, da drüben das Vieh, das hat uns ja eines von dieser Spezies haben schon mal gefressen. Jetzt fressen wir es. So. Danke, hopp, danke. Okay, es hat kurz geruckelt und wir sind schon größer geworden. Jetzt sind diese Viecher auch schon kleiner als wir. So, diese Viecher haben wir noch nicht gesehen, wie wir klein waren. Ist auch besser so, weil die ziemlich nerven können. Sind zwar keine Fleischfresser, aber sie nerven ziemlich. So, dann können wir den jetzt da ohne Probleme aufessen. Und jetzt haben wir eine Düse. Cool. Ich dachte, es wäre zum Giftspritzen, aber egal, es ist anscheinend nicht so, weil dieses Giftspritzteil genauso aussieht wie das hier. Also jetzt müssen wir da noch kurz rüber und den fressen. Ja, den hier fressen. Friss ihn doch. Alter. Mampf. Wieso hier so viel Fleisch rumliegt, weiß ich auch nicht, aber egal. Und wenn ich mal in Spore cheate, dann ist es deswegen, weil ich sonst keine Chance hätte. Und die sind gut. Die sind cool. Die sind sehr, sehr schnell. Und diese Gegner sind sehr, sehr katastrophal. Wegen den vielen Stacheln. Ich habe sie sonst noch nie gesehen, aber... Aber ich kann mir schon denken. Und diese Viecher, könnt ihr euch noch an die erinnern? Die waren noch größer als wir, vor 5 Minuten ungefähr. Und jetzt sind wir schon so groß wie sie. Nein, die sind zu schnell für uns. Es ist einfach nur blöd. Da friss. Oder den hier. Den friss. Oder den hier. Den können wir fressen. Oder. Nein, friss den doch. Na, egal. Dann fressen wir kurz den großen, weil es ein Pflanzenfresser ist. Nein, das ist ein Saugrüssel, das heißt, er ist ein Allesfresser. Aber egal, er hat keine Chance gegen uns.
Auch wenn wir jetzt noch kleiner sind, wir besiegen ihn jetzt schon. Okay, diese Gegner sind ein bisschen dumm, habe ich das Gefühl. Und jetzt können wir den hier noch fressen. Friss den doch. Danke. So. Jetzt haben wir den schon gefressen. Jetzt, den können wir jetzt aber noch nicht fressen. Wir haben den nur K.O. geschlagen, sozusagen. Weil wir noch nicht groß genug sind, deswegen haben wir ihn nicht zerfleischt. Hier wieder so ein großer Trottel. So, so. Ja, yeah, und jetzt haben wir das hier. Das ist gut, das ist eine Ziele. Damit haben wir eine schnelle Drehung. Und es war... es verstärkt das Tempo, genau. Das würde ich sagen. So, es findet uns auf zwei Teilen, das sieht man hier oben. Also zwei mehr Teilen, damit man hier insgesamt dann so viel hat. So, das ist mein Fleisch. Das ist mein Fleisch. Schlecht dich. Danke. So, meins. Ruf deinen Partner. Ja, jetzt könnte ich natürlich wieder. So, und du kleines Viech, dich mampf ich jetzt weg. Du bist jetzt nicht mehr schneller als ich. Jetzt bin ich nämlich schneller als du. Ich will das trotzdem wegmampfen. Friss es doch. Danke. Vielen Dank. So. Also als Fleischfresser hat man es ziemlich einfach, weil als Pflanzenfresser müsste man die ganze Zeit diese grünen Teile... Oh, da ist was drinnen. Kann ich das zerstören? Gift, das ist gut, das habe ich gesucht. So, dich will ich jetzt nochmal fressen, bitte, danke. Danke. Vielen Dank. Aber dich fresse ich jetzt auch noch. Naja, wir können uns mal das Gift zulegen. Ich glaube, das passt dann schon. So. Gut. Dann können wir uns jetzt mal das Gift zulegen. Oder die Düse mit dem Tempo und schnelle Drehung. Das kostet 25 und das Gift kostet 15. Ich würde sagen, das Gift holen wir uns mal. Weil das können wir nachher dann, glaube ich, nicht mehr holen. Und die schnelle Drehung hilft uns jetzt nur im Wasser. Das ist, wäre jetzt da bisschen dumm. Ich will im ersten Part außerdem die Zellenphase abschließen. Die Kreaturenphase wäre im zweiten Part abzuschließen. Also wenn ich die Kreaturenphase im zweiten Part abschließen könnte, wäre das ziemlich cool, weil die Kreaturenphase ist vielleicht doppelt so viel wie die Zellenphase. So, dann nehmen wir mal das hier. Ja, ich klicke die ganze Zeit auf die Maus. Ich glaube, man hört das sogar, das Klicken. Hier. So, das Gift hilft uns vielleicht jetzt noch nicht viel, aber nachher ist das sehr vorteilhaft. Wenn man dann aus der Ferne gleich angreifen kann, nicht einfach hingehen muss und ihn aus der Nähe angreift. Mit dem Schlag oder dem anderen Zeugs. Ja. So, da ist noch ein anderer Peto, den können wir natürlich nicht essen. Ist ja unsere eigene Spezies. Ist ja klar. So. Oh. Die sind cool, die sind cool. Die können nicht wirklich was. Aber die sind cool. So, und diese Viecher, die werden auch dann mal kleiner sein als wir. Und viel, viel dümmer als wir. Hey. Da ist das letzte Teil, das ich brauche. Da ist das letzte Teil, was ich brauche. Nein. Ich will das Teil. Dann kannst du mich fressen. Ja, ein Strom. Stromschläger austeilen. Das ist cool. So, wie dieser Viecher hier, die man hier sieht mit dem Dings. Wenn man denen zu nahe kommt, die haben nämlich einen Strom. Und das macht auch Schaden. Wie das Gift hinter mir. Das bringt mir jetzt dann noch nicht viel, weil ich dann immer vor einem Gegner schwimmen müsste. Oder wenn ein Gegner mich von der Seite zum Beispiel es anrempelt, habe ich auch noch die Stacheln auf der Seite, die ihn gerade Schaden gemacht haben. Ich habe nämlich nicht gefressen, ich habe ihn Schaden gemacht. So. Ja, hier sondert auch Gift aus, deshalb sollten wir nicht durch. Oder, nein, es ist doch kein Gift. Ich habe mich geirrt. Hier, Fleisch. So, jetzt sind die kleiner als wir und die sind jetzt genauso groß wie wir. So, die waren vorher noch ein bisschen größer als wir. So, die sind jetzt wieder tot. So, also wir haben schon mal alle Teile, das ist gut, jetzt können wir uns aufs Weiterentwickeln konzentrieren. So, die waren auch größer als wir. Und jetzt sind sie schon kleiner als wir.
will ich jetzt mal behaupten. Nein, ich brauche den Zellendesigner jetzt noch nicht. So. Ja, ich will den töten. Ich will den Toten. Den sollte ich nicht zu nahe kommen. Denke nicht. Hey. Okay, ich bin nicht in Teile zu Platz. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Stellt euch vor, nach jedem Tod müsste man das Spiel komplett von neu anfangen. Komplett. Danke für die Blumen. So, jetzt können wir die töten. Aber zuerst töte ich so einen, weil ich den Gegner nicht kenne und der droppt viel Fleisch. So, die Zellenphase in einem Part abzuschließen ist sehr cool. Ich weiß keine Ahnung, wie lange ich schon spiele, aber egal, nach der Zellenphase höre ich auf, die Kreaturenphase. Also ich werde noch das Einleitungsvideo für die Kreaturenphase ansehen mit euch gemeinsam, aber die Kreaturenphase werden wir dann erst im nächsten Part spielen. So. Ziemlich cool. Könnt ihr es auch essen? Nein, das ist meine Spezies. Aber kannst du da kurz mal weggehen, bitte? Danke. So. Da unten habe ich gerade einen gesehen, der schon wieder weg ist, weil hier Strom ist. Das ist ein Wasserstrom. So, bevor wir jetzt weitermachen, werde ich jetzt noch einen suchen, mit dem ich mich kurz paaren kann, damit ich den Zellendesigner noch öffne. Damit ich noch schauen kann, was uns für die Landdingens dann nützlich ist. Wir können noch mehrere Stacheln holen, das wäre vorteilhaft. Stromschläger austeilen. Ich weiß nicht, ob das nur im Wasser was hilft oder. Sorgrüssel ist gut, weil das dann sind wir alles Fresser. Sorgrüssel können wir mal hier so machen. Ja, jetzt haben wir kein Stromding mehr. Aber wie viel kosten die überhaupt? 25. Okay. Stachel könnt ihr mir noch holen, aber das wird sich jetzt glaube ich nicht ausgehen. Nein, zwei. Obwohl, ja, könnte sich ausgehen. Wenn ihr dann hinten auch noch Stacheln hätte. So, jetzt können wir auch Pflanzen fressen, das kann ich euch jetzt kurz mal zeigen. So. Oder die kann ich fressen, oder? Genau. Seht ihr, jetzt kann ich auch Pflanzen fressen. Jetzt bin ich ein Allesfresser da, diesen Rüssel. So, du stirbst jetzt mal. Danke. Okay, so, jetzt hole ich kurz noch den Zellendesigner, weil nach dem nächsten Bissen, glaube ich, werde ich dann schon die Kreaturenphase überschreiten, sowas in der Art. So, ja. Dann haben wir jetzt noch Stacheln, genau, jetzt haben wir noch eine Stacheln, den kann ich jetzt hier hinten hin tun. Dann haben wir das Ganze schon. So. Sie das noch fressen. Genau, ist das. Und das hier auch noch. Das ist nicht. So, dann greift ihn mal an, weil der geht mir gerade wirklich auf den Sack. Nein. Das war jetzt dumm von mir. So. Du bist dumm. Das ist nämlich mein Fressen. So. Und wir gehen in die Kreaturenphase über. Oh, ein Gehirn, wie süß. Oh, Glückwunsch, du bist auf dem besten Wege, ein Bewusstsein zu entwickeln. Beim Schwimmen im Schlamm kann dir keiner das Wasser reichen. Wenn du bereit bist, die große weite Welt zu erobern, klicke auf Weiterentwickeln. Entwickle Beine und geh an Land. Ja, dann gehen wir weiter. Die Zeitachse zeigt die Geschichte. Ja, hier kann man sehen, was sie so alles gemacht haben. Hier sind wir zum Beispiel gestorben. Und hier hat 6 Fleischstücke, hat 32 Fleischstücke gefressen. Also wir sind sehr Generation Nummer 5. Wir sind in der 5. Generation und jetzt gehen wir weiter. So. Jetzt entwickle ich ihn noch kurz und dann war's mit dem Part. So, welche Beine nehme ich jetzt mal? Geschwindigkeit. Das ist egal, es bringt sich alles dasselbe, aber hier haben wir dann noch Sorgrüssel. Bezaubern, Strom, achso, das bringt sich jetzt mit Zaubern, das bringt sich jetzt Spucken, Weißen singen, Springen bringt sich das jetzt Sprinten. Ah, okay, das bringt sich an Land, also dann doch was. Ich hätte gedacht, das bringt sich nichts.
Ja, ich bin schon in der Weltraumstufe. Nein, ich habe mich damit nicht so gut auseinandergesetzt. Ich glaube, diese Beine sind besser. So, Moment. Können wir den irgendwie höher hinsetzen? Ich will den irgendwie größer machen, dass es so groß ist. Aber egal. Ich werde eine menschenähnliche Kreatur dann langsam versuchen anzufangen. Und ja, oh, wie süß, er schwimmt hoch. Oder es. So, vielleicht begegnest du. Jetzt können wir hier unten sehen, was wir vielleicht begegnen können. Vielleicht begegnen wir ja dem Jampus, eine von mir erstellte Kreatur, die nicht sonderlich nett ist. So. So. Und wir gehen an Land mit den Verbündeten. Natürlich. Und wir gründen jetzt gleich ein neues Nest. So. Ein neuer Tag bricht an und führt dich in eine seltsame und wunderbare Welt. Luft erfüllt deine Lungen, als du deine Gliedmaßen ausstreichst und deine neue Heimat betrittst. Das ist ja keine neue Welt, ich wollte aber. Ja. Ich dichte einfach was dazu. Wem es gefällt, ist mir wurscht. Das Festland. Das Evolutionswettrennen hat begonnen. Du bist nur eine Kreatur umgeben von Nestgenossen. Ja. Ja, dann hier stehen deine Ziele. Um die Kamera zu drehen. Das ist cool, ja, ich habe es schon. So, kann ich jetzt speichern? Ja, okay. Um deine Kreatur zu bewegen. Wir können aber auch mit W, A, S, D. Mit D können wir die Kamera nach rechts, mit A nach links, mit A, mit W und S können wir nach vorne zurückgehen. Saravagio. Einfach mal was essen. Und dann war es das auch schon mit dem Part. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Part zu bewerten.